Ja, hallo meine Freunde, Bastaflex hier mit einem neuen kleinen Projekt für euch. Und ich bin wirklich stolz, euch dieses Game präsentieren zu können. Es heißt Gods und erschien damals für den Amiga 500. Ist wirklich ein super Spiel, finde ich zumindest. Es kam auch für den Sega Mega Drive raus mit ein wenig verbesserter Grafik. Also eigentlich, der einzige Unterschied ist eigentlich der Hintergrund, den sie verändert haben. Aber ich spiele natürlich mit einem Amiga-Spiel, das ich damals auch gespielt habe. Und unsere Aufgabe hier sehen wir ein Bild von unserem Kämpfer und wir werden die Angst der alten Stadt uns in Anbetracht der Angst der anderen Stadt stellen. Denn wir wollen eigentlich in den Olymp. Wir müssten die vier großen Wächter, die das Zitadell gestohlen haben, bekämpfen. Und eben dann die Frage von unserem Helden hier, dass er dann ebenso im Olymp aufgenommen würde. Unser Held steht vor den Göttern und fragt, ob... wenn er seine Suche erfüllen wird, ob er ihnen als ihnen auf denselben Stufe wie ihn emportritt. Nur die Hoffnung, dass der Held es nicht schaffen wird, gefällt ihnen. Und deswegen machen sie uns eine ziemlich schwere Herausforderung. Der Kämpfer macht sich also bereit für die Stadt der Legenden. Und er macht sich darauf bereit, eine weitere Geschichte in die geschichtsträchtige Mauern der Stadt zu ritzen. Jo, man, so schnell übersetzen ist manchmal nicht ganz so einfach. Jo, das war das Intro und ihr werdet gleich mal weitersehen, wie es geht in meinen weiteren Videos. Ich werde noch weitere Amiga-Spiele vorstellen. Wenn es auch irgendwie möglich ist, denn es ist nicht ganz einfach, Amiga-Spiele zu emulieren, muss ich sagen. Also, viel Spaß und bis bald, euer lieber Bastaflex.